Zum Teufel nochmal, was mache ich denn falsch? Möglicherweise. Okay, das sollte eigentlich nicht passieren. Aber ich hatte wahrscheinlich sowieso einen Level-Neustart nötig. Ja, in die Richtung geht's wunderbar, das habe ich mir gedacht. Wow. Okay, Roboterlein, verkriech dich. Alles klar, jetzt habe ich einen Plan. Simma! Ich komme von dem Knips nicht los. Ja, endlich ist es passiert, Mann. Oh. Kaum gibt es neue Gebiete, gibt es auch neue Feinde und diese neuen Feinde nerven. Ja, ich glaube, ich habe es immer noch ein bisschen falsch. Und ja, ich weiß, viele von denken jetzt bisschen. Manche Level dauern halt ihre Zeit. So, jetzt geht's nun endlich zu dem Teil, wo ich den Level fertig bekomme. Schmuh über dir. Alles, was ich tun muss, ist die Türen öffnen, wenn ich nur alleine wäre. Naja, stimmt, diese lebenden Sprungfedern nerven mich hier. Bewegen, 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 bewegen. Ja, klar. Oh Gott. Los, schnappt ihr euch, Jungs. Okay. Schon viele eingesammelt. Ich finde die Viecher immer noch witzig. Ein Moskito.
Also, was ich jetzt noch tun muss, ist zu überleben. Schnapp dir das Ding ein bisschen schneller, kleiner Schmu. Na, er ist einfach. Bein hoch. Eine Tour zum Keller und ein Besuch im Dachboden. Are you fucking serious? Nun, ich frag mich, was diese Samurai da eigentlich. Ja, ich verstehe schon, was sie sagen. Na toll. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich das Zahnrad in beiden Richtungen. Beziehungsweise ich brauche das Zahnrad eigentlich nur für eine Richtung. Ich drücke immer A für alles. Was so viel leistet, wie ein Luftsprung bringt mir nichts, weil ich keinen machen kann. Ich hätte stattdessen die Aktionstaste drücken sollen. Mist, da habe ich jetzt nicht auf mich geachtet. Ja, ohne. Ja, dieses Spiel verlangt Zentimeter genaue Abmessung. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich das lieber in Fullscreen spielen. Der Fenstermodus zackt irgendwie gerade an. Wunderbar. Okay, jetzt muss ich nur noch da unten hin und den ganzen Scheiß da unten überleben. Oh ja. Okay, die Level oben sind schaffbar. Gut, jetzt geht's hier in Bucket O' Schmoo. Einmal der Schmoo. Okay, ich muss gut zielen hier. Haha! Ich liebe die Schmus. Ja. Hier, super. Ey! Wollte schon sagen. Hey, das war schon geschafft. Cool. Das müssen nur noch alles einsacken. Man weiß, dieser Eimer jetzt nicht gerade groß. Hier haben sie überall Schmus verteilt, damit man überall auszielen kann, ha? So süß die Schmus auch sind, ich fürchte. Ich bin fertig mit diesem Level. Ach komm, noch einer. Freies Schwingen. Als erstes erreicht die Spitze. Na toll. Feuerfische? Nein, Gott sei Dank nicht. Doch. Ich habe sie beschworen, dem mächtigen und unglaublich peinlichen Feuerfische. Ist es euer Ernst? Reisende Minen? Ja. Egal, ob ich die von unten, von der Seite oder von oben berühre. Ich bin tot. Nett. Naja, nicht wirklich. Unbestreitbar. Diese Feuerfische sehen harmlos aus. Aber sie sind Killermaschinen. Für eine Fledermaus.
Nuggets. Okay, zurück. Moment mal. Ich kann die Spitze ja gar nicht erreichen. Ja, ja, ja. Naja, zumindest nicht über den üblichen Weg an den Bienen. Boah, was zum... Da. Man merkt, dass es langsam die letzten Level werden. Das ist ja nun schon ganz schön gemein. Ich kann ein Zahnrädchen drehen, ich kann es auch lassen. Naja, ich muss es eben fahren. Alles klar. Warten, bis die Spinne da weg ist. Und feuerwärts. Ja gut, das war auch noch ohne Seil erreichbar. Jetzt kommt erstmal das hier. In welche Richtung muss ich drehen? In die Richtung, alles klar. Oh. Das sind die letzten, die ich holen muss. Ja. Oder auch nicht. Wo ist der Rest? Eine Map gibt's hier nicht, rein zufällig. Ah, ja, ja, ich war schon mal hier was. Der Herr? Yep, ich weiß euch hier was. Ohne zu sterben. Naja, dank der Stachel ist das Seil gerissen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo ich hin muss, also kann ich auch direkt dahin. Man ist sich nie sicher, ob er jetzt gut springt oder nicht. Heiliger Mist. Okay, schwing dich zur Maus rüber. Ja, 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 ja. Diese scheiß Maus. Ja, ein Versuch noch. Heiliger Mist. Feuerfischer. So knapp. Jetzt hier. Ja, das sollte an sich klappen. Schwingt vielleicht lieber noch nicht. Erst warten, bis die Spinne da weg ist. Weil sonst endet das in einem Fehlschlag. Das möchte ich auch nicht. Muss ich erstmal da hoch. Ja, ich möchte nicht das Seil abreißen, weil sonst falle ich möglicherweise in den Tod. Das möchte ich nicht. Unter allen Umständen verhindern. Nein! So, wir stacheln. Das war sehr ungünstig. Muss ich mal dazu sagen. Und jetzt lasse ich mich hängen. Ein bisschen weiter hier. Ja klar, lande ich mitten in der Maus.
Nee, das sind 4 Parts. Ich würde mal sagen, das war's erstmal mit Legend of... The Adventures of Shaggy. Bis zum nächsten Mal. Wir haben schon ein paar fiese Level gesehen.